geht denn das? Musik aus? Aber sind das Soundeffekte? Ja, aber das ist hier bei Minecraft alles auch ein bisschen anders. Sprache, Grafikeinstellungen, alles, Geräusche, ja. Oh, jetzt wird es auch noch dunkel. Jetzt muss ich aber schnell ins Bett. Sonst kommen gleich die Monster. Ich habe jetzt keine Lust auf Monster. Bei Regen und dann ins Bett legen, na toll. Kein Dach fertig, ach, ist das alles ein Elend. Hoffentlich hast du morgen keine Grippe, Junge. So. Jetzt könnte es auch ruhig mal aufhören. Vielleicht baue ich mir hier noch so ein Dacherker rein. Das hört sich da auch nicht schlecht an. Ah, jetzt ist schönes Wetter. Schön. Jo, so, und jetzt gucken, ob das jetzt so besser geht. Ja, so war es besser. Dachüberstand, ein oder zwei? Tami, was würdest du machen? Was für ein Ding? Dachüberstand. Das kommt drauf an, wie groß deine Bude ist. Buddy joined your channel. Hey, Nabend. Guten Hallo. Abend. 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 Ich könnte mir vorstellen, dass das der Diesel ist. Ja. Hallo Diesel, wir sind gerade mitten in der Aufnahme von Minecraft. Diesel hast du gerade versaut. Okay, bin ich eben, das mache ich gerne. Ja, schönen guten Abend an alle. Ja. Den an der Mannschaftskasse, ne? Okay. Das muss sein. Ich bin auch schon wieder weg. Nee, du kannst gerne bleiben. Hast du irgendwelche Fragen oder? Nein. Übrigens, der Diesel ist derjenige, mit dem ich Warzone zusammen zocke. Denk dran, wir müssen demnächst mal wieder eine Runde Warzone zocken, ne? Aber hundertprozentig. Alles klar. Wolltest du noch irgendwas machen heute, oder? Nee, ich hopp da mal so ein bisschen über die Server. Ach so. Globaloffensive? Weiß noch nicht, mal sehen. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ja, dann macht mal weiter mit der Aufnahme. Sorry, dass ich gestört habe, das wusste ich nicht. Das kein Problem. Ist so tragisch. Macht's gut, Schütz. Alles klar, ciao. Tschüss. Buddy disconnected from your channel. Es ist echt verhext. Ich komme hier irgendwie nicht richtig, was gut aussieht. Ich kann mich einfach noch nicht so richtig entscheiden, aber ist egal. Eins weiß ich auf jeden Fall. Hier kommt auf jeden Fall ein Erker rein. Weil auf dem Dachboden, das ist immer gerade hier, wo mein Schlafzimmer ist, da muss ich auf jeden Fall ein Erker rein. Man, da geht kein Weg dran vorbei. Ich kann mich daran erinnern, dass in irgendeiner Welt, ich glaube, das war unsere allererste Minecraft-Welt, da hat der Howdy mal so ein schönes Bauernhaus gebaut. Kannst du dich noch daran erinnern, Tami? Ja. Da hat er auch ganz klasse Erker mit eingebaut gehabt. Das sah richtig geil aus. Ja, der war sowieso ziemlich gut, was das angeht. Ja, da hat er echt, da hat das drauf, ne, der Howdy. Ja. Das muss man ihm lassen. Wenn er nichts kann, aber das kann er. Das sage ich ihm. Meinem Freund Howdy. Hodi heißt das. Hodi. Hodi, das mag er gar nicht. Hört sich gut an. Hör auf, ihr beiden versteht euch gerade so gut. Wo stehen uns eigentlich immer? Du bringst immer unnötige Brisanz in diese Gespräche. So, jetzt sag nur, ich habe keine Ziegelsteine mehr. Scheiße, jetzt muss ich auch noch zurück. Aber gut, dann könnte ich eigentlich noch ein bisschen mehr hier lassen und dann können wir noch ein paar andere Sachen mitbringen. Das werden wir auch machen. Ich hatte mir ja schon ein paar Kisten mitgebracht. Wo sind die denn jetzt? Verdammt.
Ah! Dann bauen wir hier noch eine Kiste auf. So. Steinziegeln könnten wir dann auch noch welche mitbringen. Ist alles nicht so einfach. So, wie sieht die Sonne aus? Wo steht die? Mitte. Ah, das könnten wir schaffen. Ja. Was gibt es Neues? Sonst so. Eismännchen, gibt es bei dir irgendwas Neues? Eismännchen? Wie viel? Ja, ich werde wahrscheinlich... Da ich meine Pro-Gear, was heißt meine Karriere ja bei FIFA ein bisschen abgebrochen habe im Moment, auch unter anderem wegen technischen Defekten, überlege ich sogar, ob ich bei FIFA ein neues Kapitel mit aufschlage, da ich nur noch Orakel und Bier Pro mache, weil einfach der Manager-Modus schon relativ überfüllt auf dem Markt ist, die Großen reißen alles weg und irgendwie auch Ultimate Team mittlerweile, also das mache ich immer mal zwischendurch, aber auch das ist irgendwie schon so, dass man sagen muss, ja, es gibt unzählige und Bier Pro sind, glaube ich, ein paar weniger. Daher bin ich da dran, interessiert eventuell eine Karriere als Beer Pro zu starten. Darf ich fragen, was das ist? Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Da steigst du als junges Fußballtalent beim Club der Wahl ein und musst dich hochspielen und kriegst dann halt Bewertungen, ne? Und halt auch Vertragsangebote, je nachdem. Also ich habe jetzt Test hier gestartet als Stürmer bei Real Madrid. Und da hast du halt dann Stärke 67 oder was, und den Rest musst du dir halt erspielen. Ja, und dann kannst du natürlich eine große Karriere machen, oder du kannst wie wir in der Bedeutungslosigkeit versinken, wie auch immer. Klingt jedenfalls ganz interessant und macht da eigentlich auch irgendwie was her. Finde ich ganz geil und wäre mal eine andere Alternative in FIFA, ne? Hast du denn mal gegoogelt oder mal bei YouTube geguckt, wie oft das angeboten wird, oder? Angeboten wird alles. Gibt nichts, was nicht angeboten wird. Ja, das stimmt, da hast du wohl recht. Aber ich denke, ein Be a Pro ist vielleicht ein bisschen interessanter als ein Manager-Modus. Wenn dir der Verein schon nicht gefällt, beim Manager-Modus hast du schon ein Problem, weil dann derjenige, der das zwar gerne gucken will, aber jetzt zum Beispiel wie ich mit Chelsea spiele, wenn jemand Chelsea nicht mag, ich mag ja eigentlich Chelsea auch nicht, aber wenn jemand Chelsea nicht mag, hast du halt schon ein Problem, wenn du Fede Pech hast. Das kann dir immer so gehen. Oh, da war aber jetzt ein Leck. Ja, aber ist es denn nicht so, dass hättest du denn statt Chelsea nicht was anderes nehmen können? Boah, ich hätte alles Mögliche nehmen können. Aber ich würde es mir auch nicht so leicht machen, deswegen wollte ich... Erstmal wollte ich ein bisschen Geld haben und dann wollte ich ein paar Konkurrenten in der Liga haben. Mhm. Das hat aber geklappt, das Objekt. Also ich bin vollkommen untergegangen eigentlich. Aber da ging es mir ja nicht drum. Ich wollte ja nicht in der ersten Saison schon alles gewinnen, ne? Mhm. Ist schon klar. Eigentlich schon, aber... Wenn es halt nicht möglich ist, weil jemand besser ist, dann ist auch okay. Wir haben, wie gesagt, ab und zu mal wieder ein Online-Match... unseren Kanal machen mit Kumpels, das ist sowieso angedacht und das wird auch passieren, je nachdem wie Zeit ist. Bei Skyrim bin ich ja gerade erst eingestiegen, von daher wird es dann natürlich noch ohne Ende Folgen geben. Ich habe ja angekündigt, wir spielen das durch, bis es durch ist, wird das auch durchgespielt als Aufnahme. Ganz klare Sache. Und ansonsten eigentlich, ich bin eigentlich ausgelastet, ne? Fußballmanager habe ich auch noch im Angebot. Da gibt es übrigens die nächste Folge am Wochenende, da muss ich leider an die alte Festplatte vom alten Computer dran. Ja. Also, du hattest mir auch gesagt, du wolltest mir mal ein paar Bilder schicken von deinem neuen Rechner, dass ich mal gucken, einen Blick werfen kann, aber hast du bestimmt alles vergessen, ne? Nein, habe ich nicht vergessen. Auch das ist ein Zeitproblem gewesen. Es gibt ja Menschen, die müssen arbeiten. Sie ist ja 3 Wochen zu Hause. Herr Alf. Also, ich war auch keine 3 Wochen daheim, aber ist egal. Ja, er war 2,5. Ich muss es für das Gericht nochmal sagen, er war 2,5 Wochen zu Hause. Und ich war am Wochenende zu Hause. Jetzt wird mir das aber auch noch zum Verhängnis hier, dass ich zu Hause bin. Nein, das wird ja nicht zum Verhängnis. Erstmal weiß ich, wie ich jetzt meinen neuen Rechner kriege. Und deswegen die Zuschauer, die gerne meine Videos gucken, kann ich einfach nur in dem Moment musste ich erstmal drauf vertrösten. Und jetzt am Anfang, wenn es aber wieder ein Tonproblem am Anfang gibt, es ist nämlich gar nicht so einfach mit Windows 8 am Anfang die Einstellungen zu machen. Aber jetzt habe ich alles unter Kontrolle. Jetzt gibt es wieder gewohnte Qualität von mir. Wenn man das als Qualität bezeichnen kann.
Jetzt gibt es auch wieder massiv Videos. Samstag, wie gesagt, wenn ich die Festplatte unter meiner Kontrolle habe, die im alten Rechner drin ist, dann wird das Ganze hier wieder in gewohnte Bahnen laufen. Oh, das sind Versprechungen. Das sind Versprechungen, klar. Dann gibt es wieder täglich ein Video, das ist doch klar. Das hört sich gut an. Aber heute Nacht kann ich ankündigen, wird wahrscheinlich nichts passieren, aber spätestens morgen gibt es ein neues Skyrim-Video. Ach, hast du da noch ein paar im Petto? Selbstverständlich, hab ich immer dran. Denkt der Mann bloß von mir? Ja, nix. Ist nicht so, dass ich irgendwie was Schlechtes denke oder so. Nur nichts Gutes, ne? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. So, wie war denn das nochmal? Wie macht man nochmal einen Ofen? Ah! Also ich gehe in den Keramikladen und sage, mach mal einen Ofen. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich habe schon Ewigkeiten keinen Ofen mehr gemacht. Ich nehme kontinuierlich mit 30 FPS auf. Also das ist schon mal nicht schlecht. Aber trotz alledem... Oh, scheiße! Was machst du denn hier, Zombie? Ja, musst du mal ins Bett gehen, würde ich sagen. Level 6. Ich wollte jetzt eigentlich... Na, es regnet. Es ist eigentlich noch hell, also. Halt nur so ein bisschen düster, weißt du? Also, mit Regen und so. Ich war jetzt mal kurz in der alten Welt und habe mir noch ein paar Sachen geholt. Was natürlich geil ist, dass die eine Welt ist halt, sage ich jetzt einfach mal, ist dann hell. Und kommt man in die andere Welt, ist es auf einmal dunkel, ne? Ja. Das ist so diese Verschiebung, ne? Könnte man sagen, man kommt von einem Kontinent zum anderen. Ja. Auf geht's, wieder zurück, Leute. Und dann wollen wir mal das Dach endlich fertig kriegen. Wäre ja wohl der Hammer, wenn wir das jetzt nicht noch fertig kriegen könnten. So, dann sind wir wieder. Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich den Boden machen soll. Das kotzt mich vielleicht an. Entschuldigung, aber... Das ist immer so eine Sache. Mit Cobblestone möchte ich den nicht machen. Das sieht doch nicht aus. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Auf der Ecke waren wir stehen geblieben. Habe ich denn jetzt überhaupt noch genug mitgebracht? Ja. Um das Dach erstmal zu haben und alles schön beleuchtet haben. Schön mit Fackeln. Ach, Herrgott. Ah, wir müssen hier hinten anfangen, das ist vielleicht besser. Und wie viel haben wir dann oben noch Platz? Da können wir noch einen flachen reinmachen. Hoffentlich habe ich mir da ein paar mitgebracht. Ja gut, ich sage mal, es ist natürlich, wenn man komplett neu anfangen muss, wäre ich längst nicht so weit. Da hätte ich mir erstmal aus Erde oder was ein Häuschen gebaut, aber... So haben wir ja, wir haben uns ja verständigt, dass wir wenigstens zurück in die alte Welt können und um uns gewisse Rohstoffe von dort zu holen. Und auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand die Idee nicht schlecht, weil da haben wir ja wirklich auch lange dran rumgemacht, dass wir an Rohstoffen gesammelt und so weiter. Und warum soll man das jetzt einfach so da liegen lassen? Schließlich wollten wir die Welt ja...